Hallo und herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Kläumer-Ukulele. Heute wird nicht gekläumert, heute steht die Chordmelodie-Fassung eines Weihnachtslieds auf dem Programm. Es geht um Lasst uns froh und munter sein und das spielen wir heute nur mit Ukulele-Solo ohne Gesang, eben als Chordmelodie-Stück. Es ist ein Video aus meiner Reihe Ukulele-Solo leicht gemacht, hier oben ist die Playlist und da gibt es doch einige Stücke, meistens bekannte Melodien, in Chordmelodie-Fassung. Falls du überhaupt noch keine Ahnung hast, was dieses Chordmelodie überhaupt sein soll, vielleicht mal da oben drauf drücken. Da ist ein Video, in dem ich das in aller Ruhe und von der Pike auf erkläre. Tabs zu diesem Video hier gibt es wie immer auf meinem Patreon-Kanal. Hier oben kommst du direkt hin. Und das soll es jetzt mal an Vorgeplänkel sein. Ich spiele es erstmal vor, denke ich. Ich fange an mit Takt 1, Zeile 1. Das ganze Stück ist in C-Dur und der Anfang, die erste Phrase, die spielt man so. Es ist also sehr leicht, du brauchst wirklich nur den Ringfinger und dann spielst du erstmal alle drei Saiten. Dann nur die, dann wieder alle drei Saiten hier. Also die da, die spielen wir nicht. Es klingt also so. Und jetzt haben wir Achtelnoten und da lassen wir einfach den Daumen weiter runterfallen. Der spielt dann hier das A. Und jetzt wäre es gut, wenn du den Zeigefinger schon da liegen hättest, denn der kommt jetzt dran. Alles klar? Also, es funktioniert so. Wir legen Ring und Zeigefinger von Anfang an hier hin und spielen die Saiten nach folgendem Muster. So funktioniert das. In Zeile 2, da legen wir praktisch den G7-Griff hin, aber den Ringfinger, den brauchen wir gar nicht. Können wir weglassen. Und dann klingt es so. Du siehst, dass der Mittelfinger während der ganzen zwei Takte liegen bleibt. Schauen wir, was der Zeigefinger macht und was wir dazu noch brauchen. Die ersten beiden Töne sind. Und dann brauchen wir den Ringfinger. Du hast gesehen, dass der Zeigefinger liegen geblieben ist, während der Ringfinger gespielt hat. So wird das gemacht. Also nochmal in Ruhe. Ein letztes Mal, bevor wir weitermachen, G7-Griff ohne Ringfinger, der Zeigefinger bleibt liegen und der Mittelfinger war die ganze Zeit gelegen. Und jetzt alle Finger weg erstmal diese Phrase hier, dieses lustig, lustig, tra, diese Wörter würden dazu gesungen werden, also Lus, das sind die zwei leeren Saiten, dann Mittelfinger hin, Tich, drei Saiten Lus, Tich und dann den Ringfinger dazu und immer zwischen Seite 2 und 1 hin und her hüpfen. Ich will dich noch auf ein kleines Detail aufmerksam machen, was ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn der Daumen nach dem ersten Anschlag hier liegt, dann kann er einfach die A-Seite spielen, indem er durchfällt. Man muss also nicht nochmal neu ausholen. Es geht einfach so. Wir müssen nur für das G hier ausholen. Da liegt der Daumen schon da und kann einfach weitergleiten.
Ich spiele die dritte Zeile mal ganz. Und jetzt kommt dieses bald ist Nihiklaus Abend da. Da lassen wir den Ringfinger liegen, legen den kleinen Finger dazu und spielen das hier. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aus. Nochmal in Ruhe. Ringfinger liegt hier, kleiner Finger dazu. Alle vier Seiten spielen. Dann nur diese hier und dann die drei. Dann muss der kleine Finger weg und die A-Seite wird gespielt. Und jetzt wäre es gut, wenn wieder der Zeigefinger schon da liegt, weil wir den ja brauchen. Mittelfinger muss jetzt dazu. Ich spiele ein letztes Mal die vierte Zeile, Takte 7 und 8, ganz, ganz langsam. Letztes Mal, Ring und kleiner Finger, nur den Ringfinger, die drei Seiten, Zeigefinger liegt schon da und jetzt nur der Mittelfinger und der Ringfinger. Und in der letzten Zeile wird fast nochmal dasselbe gespielt. Kleiner Finger dazu. Und jetzt nur zwei Seiten. So funktioniert dieses sehr einfache, aber sehr weihnachtliche Chordmelodie-Arrangement. Ich würde mal vorschlagen, du drückst jetzt auf Pause, arbeitest dich durch die Tabulatur durch, die du hoffentlich inzwischen runtergeladen hast. Und wenn du einigermaßen sicher bist, dann kommst du wieder hierher zurück und wir spielen, lasst uns froh und munter sein, einmal zusammen super langsam. Und dann sollte es vielleicht auch schon sitzen. Pause drücken, arbeiten, dann wieder zurückkommen. Da bist du ja wieder. Wir spielen, lasst uns froh und munter sein, sehr langsam gemeinsam. 1, 2, 3, 4. Das war's auch schon. Ich hoffe, du kommst damit klar und hast Spaß mit diesen Chord-Melodie-Arrangements. Wenn du das Lied vielleicht einfach mal begleiten und singen willst, dann drück mal da oben drauf. Da ist ein Video, in dem ich dir die Liedbegleitung beibringe, mal geschlagen, mal gezupft. Ist, denke ich, auch ganz interessant. Ansonsten dann, ja, würde ich sagen, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Video.